Hallo und einen schönen guten Tag. Ich freue mich, Ihnen auch in diesem Jahr wieder die Bilanz zum Deutschlandwetter 2020 präsentieren zu dürfen. Zunächst möchte ich aber auf den Wechsel der sogenannten Klimareferenzperioden zum Anfang dieses Jahres eingehen. In der Klimatologie verwenden wir die Referenzperioden zur Einordnung des aktuellen Witterungsgeschehens in den längerfristigen Klimazustand. Nach den Vorgaben der Weltorganisation für Meteorologie verwenden wir dabei stets 30-jährige Zeiträume, um den Einfluss der natürlichen Variabilität so weit wie möglich zu eliminieren. Aufgrund des menschengemachten Anteils am Klimawandel ist es aber nicht mehr so leicht möglich, sowohl das aktuell erlebte Klima der jüngeren Vergangenheit wie auch den längerfristigen Trend mit einer Periode abzubilden. Daher verwendet der Deutsche Wetterdienst zukünftig zwei Referenzperioden. Einerseits die bislang gültige WMO-Referenzperiode 1961 bis 1990, immer dann, wenn wir den längerfristigen Trend und den Einfluss des Menschen auf das Klima abbilden wollen. Für das zeitnahe Klimamonitoring werden wir zukünftig den Zeitraum 1991 bis 2020 verwenden, der das aktuelle Klima schlicht und ergreifend besser abbildet. Ein Beispiel hierfür sind die regenerativen Energien. Damit komme ich zur Bilanz des Jahres 2020. In Deutschland war das Jahr mit einer Mitteltemperatur von 10,4 Grad Celsius das insgesamt zweitwärmste unserer inzwischen 140-jährigen Temperaturzeitreihe. Der Erwärmungstrend hierzulande beträgt damit nun plus 1,6 Grad. Wie an dieser Stelle aber stets betont, kommt es bei der Bewertung des Klimawandels auf die globalen Verhältnisse an. Auch weltweit war 2020 wohl das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Dabei lag die globale Mitteltemperatur 1,2 Grad über dem frühindustriellen Niveau des Zeitraums 1850 bis 1900. Die Veränderung des Klimas lässt sich aber nicht nur mittels statistischer Kenngrößen festmachen. Vielmehr ist sie für uns alle auch immer mehr spürbar. Auch im Jahr 2020 gab es in Deutschland wieder eine Reihe von Wetter- und Klimaextremen. Besonders auffällig waren dabei die häufig über den Jahreszeiten typischen Normalwerten liegenden Temperaturen sowie die häufig unterdurchschnittlichen Niederschläge. Wie auch schon 2019 waren 11 der 12 Monate zu warm. Wenn es auch keine neuen Jahreszeiten oder Monatsrekorde gab, so lag zumindest der Winter 2019-2020 mit einer Mitteltemperatur von 4,2 Grad Celsius auf Rang 2 unserer Klimastatistik. Es gab im Jahr 2020 zwar keine neuen Spitzentemperaturen mit Werten von über 40 Grad Celsius, dennoch hatten die hohen Temperaturen im Sommer negative Auswirkungen, zum Beispiel wieder auf die Landwirtschaft. So kam es durch die Trockenheit infolge der hohen Temperaturen in Verbindung mit den häufig unterdurchschnittlichen Niederschlägen zu Schäden an Obstgehölzen und Wein. Regional litten auch Mais, Zuckerrüben und Grünland unter der Trockenheit. Besonders viel Trockenstress hatten auch die Wälder, die bis in den November 2020 hinein nicht genug Wasser zur Verfügung hatten. 2020 waren bei uns in Deutschland 4 Monate zu nass, aber 8 zu trocken. Die Jahresniederschlagssumme von insgesamt 705 Litern pro Quadratmeter im Flächenmittel von Deutschland lag dabei deutlich unter den vierjährigen Durchschnittswerten der Referenzperiode 1961 bis 1990. Das entspricht einem Defizit von 10,6%. Besonders trocken war es dabei im Frühling, der ein Defizit von 43% des Niederschlagssolls brachte. Zu feucht war nur der Winter 2019-2020. Das war allerdings ausschließlich dem Februar 2020 zu verdanken. Die Monate Dezember 2019 und Januar 2020 waren dagegen ebenfalls zu trocken. Damit war es allein dem Februar 2020 zu verdanken, dass sich die Bodenfeuchte in Deutschland in den meisten Regionen zum Ende des Winters 2019-2020 weitestgehend erholt hatte, zumindest in den oberen 60 Zentimetern. Allerdings dominierte dann auch im Jahr 2020 wieder die Trockenheit das Witterungsgeschehen, ganz besonders in der für das Pflanzenwachstum wichtigen Jahreszeit zwischen April und September. Dabei waren die Auswirkungen zum Beispiel auf die Landwirtschaft allerdings weniger heftig als in den Jahren 2018 und 2019. Über Hitze und Trockenheit hinaus gab es noch einige weitere bemerkenswerte Wetterextreme, von denen ich einige exemplarisch in Erinnerung rufen möchte. So zum Beispiel das Orkantief Sabine,
dass er am 9. und 10. Februar über Deutschland hinwegzog und dabei landesweit Sturmböen bis Orkanstärke verursachte. Zudem gab es infolge der stürmischen und langanhaltenden Westwinde an der deutschen Nordseeküste insgesamt 5 Sturmfluten in Folge. Auch gab es 2020 wieder eine Vielzahl von Starkniederschlagsereignissen, im vergangenen Jahr besonders in den Monaten Juni und August. So war insbesondere Norddeutschland am 3. Juni von einer Folge vieler schwerer Gewitter betroffen, sodass es dort zu Überflutungen kam. Anfang August brachte dann ein Dauerregenereignis vor allem dem Alpenvorland Überflutungen. Zwar lassen sich auf Basis unserer mittlerweile 20-jährigen radargestützten Starkniederschlagsereignisstatistik noch keine belastbaren Trends ableiten, dennoch zeigen diese Daten, dass die Starkniederschlagsaktivität in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Das entspricht der Erwartung der Klimaforschung, die davon ausgeht, dass es in einer wärmeren Welt zukünftig auch häufiger zu Starkniederschlagsereignissen kommen wird. Insgesamt ist es zwar noch nicht endgültig gesichert, dass sich die Klimaentwicklung der vergangenen Jahre in der Zukunft so weiterentwickeln wird, dennoch bestärken die vergangenen 3 Jahre unsere Befürchtungen, dass wir es zukünftig immer häufiger mit Wetter- und Klimaextremen zu tun haben werden. Die Sommer könnten dann regelmäßig so aussehen wie in der jüngsten Vergangenheit. Das heißt, dann würden sich Starkniederschlagsepisoden mit längerer Trockenheit und Hitze abwechseln. Das Ganze zu Lasten einer gemäßigten und durchschnittlich feuchten Witterung. Es liegt an uns, diese Entwicklung so weit wie möglich einzudämmen.